Der IPC Athletics Grand Prix war in Berlin zu Gast. Es war die 9. Zusammenkunft in diesem Jahr und viele Paraathleten nutzten die Gelegenheit, um ihre Fitness vor den Paralympischen Spielen im September unter Beweis zu stellen. Mehr als 430 von ihnen aus 58 Ländern waren angereist, unter ihnen auch einige Weltmeister des vergangenen Jahres und ein paar neue Europameister von Juni im italienischen Grosseto. Es ging um viel, so kurz vor dem Finale des IPC Athletics Grand Prix in London nächstes Wochenende und natürlich vor Rio 2016. Der Lokalfavorit und amtierende Weltmeister David Beere überholte den US-Sprinter Hunter Woodhall in einem atemberaubenden 400 Meter der T43-Mile. Beere gab alles und auch in Rio muss er nochmal sein Bestes geben. My focus is definitely on Rio and that's good. Ich konzentriere mich auf Rio. And beat my competitors and I will. Es ist gut, hier zu gewinnen, aber mein Traum ist es, über 400 Meter in Rio eine Medaille zu holen. Südafrikas sehbehinderte Sprinterin Ilse Hayes gewann die 400 Meter in Berlin. Letztes Jahr hatte sie bei den IPC Athletics Weltmeisterschaften bereits Gold auf 100 Meter und 200 Meter geholt. Mit der Aussicht, die 400 Meter auch in Rio zu gewinnen, gab die 30-Jährige in Berlin eine würdige Vorstellung. Es ist immer wie ein großer Berg, vor dem du stehst. Ich bin zuversichtlich. Wir können zurückschauen und sehen, wie ich mich verbessert habe. Und ich freue mich auf die kommenden Wochen. Mit nur 23 Jahren ist der Amerikaner David Brown derzeit Weltrekordhalter und Weltmeister im 100 Meter T11. Eine Medaille bei den Paralympics steht jetzt noch ganz oben auf seiner Wunschliste. Mit dem Sieg in Berlin bereitete er sich auch schon mal auf einen Sieg in Rio vor. Ich bin noch nicht annähernd so weit, wie ich in Rio sein werde. Wir haben noch 2 Monate bis zu unserem ersten Wettkampf dort. Ich freue mich auf gutes Training und darauf, noch schneller zu werden. Die Paralympics-Siegerin Martina Caironi ist die einzige Frau, die in der T42-Klasse 100 Meter in weniger als 15 Sekunden schafft. Mit 14,61 Sekunden stellte sie im vergangenen Jahr den Weltrekord auf. Und auch in Berlin unterbot sie die 15 Sekunden. My body is not so in shape like the past year. Mein Körper ist nicht so gut in Form wie letztes Jahr, aber ich will in Rio das Unmögliche schaffen. Ich bin hoch motiviert. Einen Monat habe ich noch, um mich vorzubereiten und allen zu zeigen, dass ich der Champion bin. Oder eben nicht. 16 Jahre alt ist Noelle Lanihan und sie kann schon auf so einiges stolz sein. Die irische Diskuswerferin, die in der T38-Klasse antritt, gewann im Juni europäisches Gold. Eine gute Fortsetzung ihres Silbergewinns aus dem vergangenen Jahr. Erst letztens wurde sie ins irische Team für Rio 2016 aufgenommen. So wie es jetzt aussieht, könnte sie dort ihre Medaillensammlung vergrößern. Ich bin hergekommen, um mir den Platz anzuschauen, weil ich mich wirklich auf das Diskuswerfen morgen freue. Ich habe es einfach mal versucht und dann habe ich 10,68 Meter geworfen. Das ist ziemlich gut für mich, weil ich noch an der Technik feile. Der Amerikaner Roderick Townsend Roberts war ebenfalls gut in Form. In der T47-Klasse übersprang er die 2-Meter-Marke um 6 cm. Ich versuche, keinen Wettkampf auszulassen. Jeder Tag könnte einer sein, an dem es besonders gut läuft, oder einer, bei dem es ganz schlecht ist. Ich versuche, ruhig zu bleiben, an der Technik zu arbeiten und an den kleinen Dingen, die die großen Sprünge ausmachen. Nächsten Samstag kommen die Athleten wieder zusammen, zum Finale des IPC Athletics Grand Prix.